Moin, moin, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück bei Because Gaming is Fun und Mittelerde, Mordors Schatten. Zuletzt haben wir den Hauptmann hier abgeschnetzelt. Ich weiß. Huch, nee, die Legende wollte ich nicht. Hilfe. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er hieß, muss ich gestehen. Das. Ah, nee, Uschgal der Nörgler hatte ihn ja ersetzt. Den anderen hatten wir platt gemacht. Naja, ist ja auch egal. Nee, hier war doch richtig. Auf jeden Fall, heute wollten wir ja mal die Quest machen, mit der wir Marvin retten können. Das Heilmittel, richtig? Ja, ich bin eine richtige Intelligenzbestie. Aber machen wir natürlich eine Schnellreise hierher. Warum sollen wir da so ewig lang hinrennen? So, und da ist die Quest nämlich auch schon direkt unter uns. Zack, einmal kurz hinspringen. Und dann nehmen wir die Quest auch direkt an. Nachdem Marvin von Saruman besessen wurde, benötigt Litariel deine Hilfe, um das Elixier zu finden und ihre Mutter zu heilen. Alles klar, kriegen wir hin. Die Gefahren sind mir gleich. Es geht um das Wohl der Königin. Milady, die scheint Ein mir nicht. Angriff auf das Lager wäre unklug. Er kämpft mit uns. Ich habe keine Wahl, Talion. Ich benötige dieses Elixier. Selbst der Fremde denkt, es sei ein törichter Plan. Ich weiß, an wen sie dich erinnert. Sie ist von dieser Welt. Du bist es. Genug! Wir greifen an, wie geplant. Ich kümmere mich um die Orks. Wir könnten dir ungesehen folgen. Wir finden die Medizin und verschwinden. Der weiße Zauber hat von der Königin Besitz ergriffen. Nur aus dem Hinterhalt können wir Litariel und ihren Männern den Weg zum Elixier sichern. Deine Gefühle vernebeln deine Sinne. Risiko ohne Lohn ist purer Leichtsinn. Diese Medizin wird den Geist der Königin heilen und dir deine Antworten bringen. Mag die Wahrheit für unser Bündnis mit diesem Volke sprechen. Wo hat mich Jörner gesehen? Sichere alle drei Suchgebiete ohne Dingenskirchen. Alles. So, warte mal, wenn wir das brandmarken sollen. Schade, ich hätte ja gerne eigentlich. So, komm, bist gebrandmarkt. So, wo sind denn die beiden? Die sind tot? Ah, da hinten! Huiuiui, der hat mich aber einer entdeckt. Kann ich dich von hier anvisieren? Sieht so aus, als würde jemand Uruks töten. Was? Was meine ich? So, warte mal, da oben ist nämlich noch einer. Ein Jäger, der seinen Speer wehrt, das kann jede Beute in Schach halten. Ist er hier auf dieser Höhe? Nee. Dann ist er noch ein höher. Mein Bauch verlangt nach Sklavenfleisch. Da unten ist er. So, ihn auch noch gebrandmarkt. Vorhin habe ich einen Sklaven gesehen, der zwei volle Fässer auf seinen Schultern trug. Ich dachte, ich lasse ihn noch einen Tag. Aber dann fand ich heraus, dass die Fässer leer waren. Sie wissen, dass sie alles tun wird, um ihre Königin zu schützen. Sie weiß, dass kein Haus ohne Grundpfeiler bestehen bleibt. Da war gerade einer. Warum ist da ein goldener Kopf? Ist da ein Hauptmann? Luger Schwarzdorn. Achso, ja, sehr sch. Das finde ich ja klasse, dass da auch ein paar.
Hauptmänner im Weg stehen, um diese Quest zu schaffen. Warum sollten wir uns die Hände schmutzig machen, wenn ein Karagor die Uruks für uns treten kann? Stinkt wie verfaulende Menschen. Okay, Karagor nutzen. Dann machen wir das doch mal. Noch einer, dann befragen wir dich doch auch mal. Oder auch nicht. Oh ne, das sind nur Sklaven da drin. Hoppala. Da schauen wir doch mal kurz zu. Ist doch sehr schön, ist das doch. Genau. Oh, scheiße, der Karagor ist tot. Das ist suboptimal. Das ist suboptimal jetzt. Schiebt ihr Wache! Ich muss mich eine Weile ausruhen. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Hallo? Machen wir es ganz einfach so, ne? Den auch noch gebrandmarkt. Hier haben wir eine schöne Rune. Die Tariels Entschlossenheit ist ansteckend. Ich verstehe, warum ihre Männer ihr folgen. So, hier holen wir uns nochmal kurz ein paar Pfeile. Achso, wir haben zwar fast noch alle, aber gut. Mehr Pfeile sind nie verkehrt. Irgendwie ist es ganz schön leer hier im Lager, finde ich. Ist das Ding hier in der Nähe? Sehe ich jetzt gerade leider nicht. Also das Itildin habe ich gerade gesucht, falls ihr euch fragt, wonach ich Ausschau gehalten habe. So, warte mal, kann ich eigentlich schon sehen, was für einer das ist? Luga. Der hat nur Stärken. Oh, das ist ja richtig toll. Er greift seine Gegner und schleudert sie auf den Boden. Bumerangwurf. Die dann zu ihm zurückkehren. Ah ja. Kann mich packen und umherwirbeln, ist furchtlos. Alles klar, kriegen wir hin. So, warte mal. Es ist nicht nur eine Frage der Übung. Hey, hallo, hoch da soll's. Ach, jetzt komme ich da nicht hoch, oder was? Oh. Ja gut, da kommt man eventuell nicht hoch. Wer glaubst du würde in einem Zweikampf gewinnen? Ein Elb oder ein Zauberer? Ist mir gleich. Ich könnte sie beide töten. Ein Zauberer müsste nur mit den Fingern schnippen und dich an deinen eigenen Gedanken. Ich hoffe, davon hat er nichts mitbekommen. Okay, davon haben sie was mitbekommen. Das ist schlecht. Ja, genau, weil du zu ihm dahin solltest. Menschen abzaum! Nichts als öde Leichen und toten Fisch zum Spielen. Seit Monaten und Monaten. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Nichts da. Oh, lol. Hä? Ich habe ihn doch noch gar nicht getötet gehabt. Habt ihr gefunden, was ihr suchtet? Ja. Überbringt dies der Königin, unverzüglich. Ich bezweifle, dass irdische Medizin ihre Königin heilen kann. Hoffentlich hilft sie deiner Mutter. Wir fanden diese Botschaft. Die Orks planen eine Versammlung bei der Fischerstadt. Wir können sie dort überfallen. Ich stehe tief in deiner Schuld.
Ich stehe gerne zu Diensten. Dafür sind wir dir dankbar. Dies ist nicht dein Volk, Talion. Gedenke deiner Frau und deines Sohnes. Oh, da schreibt mich gerade wer an. Sehr gut. Jeder Moment ist kostbar. Ja, ich wette, das ist Krischi. So Leute, ich muss einmal ganz kurz minimieren. Ja, gut. Stellen wir uns einmal ganz kurz auf beschäftigt in Skype. Und machen direkt weiter. Gezeigt sich darin, wie sie ihre Männer führt. Sie zeigt sich in den Augen ihres Volkes durch Respekt statt durch Furcht. Das ich du Galo vom Tag. So, mal sehen, was haben wir denn jetzt hier für offene Quests? Hier oben haben wir die Rettung. Auf ihrer verzweifelten Suche nach einem Heilmittel für ihre Mutter hat Litariel begonnen, sich in die Uruk-Festung hineinzuwagen. Von ihrer letzten Mission ist sie nicht zurückgekehrt. Das klingt nicht so gut. Mächtige Beute. Dieser Zwerg behauptet, er wüsste, wo sich weitere Artefakte aus Celebimbros Vergangenheit verbergen. Das klingt wiederum sehr gut. Dann schnappen wir uns erstmal da hinten den Turm. Und dann... Denkt Krischi, dass er jetzt witzig ist, weil er schreibt, Hallo Leute, nur dummerweise sieht man das Steam-Overlay gar nicht, in unseren Aufnahmen. Hopp, hopp. Tja, schade, Krischi. Vielleicht nächstes Mal, ne? Tirith Mesas. Alles klar. Hopp. So, noch 350 Fuß. Oh, da sind... Sind das Ghule gewesen? Ich glaube, das waren Ghule. Hey, komm. So, rauf da. Alles klar, haben wir die Karte auch aufgedeckt. Die Zitadelle des Lichts gegen die Schatten. Dann gehen wir nochmal zu der Quest mit unserem Zwergenfreund. Ui. Auf jeden Fall beginnen können wir die Quest schon mal. Ich wage zu bezweifeln, dass wir sie in etwas über 5 Minuten schaffen. Zwerg behauptet, er wüsste wohin. Ja, okay. Hey, 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 hey. Gott, oh Gott. Das ist ein Karagor. Er hat mich nicht gehört. Ein zielgenauer Treffer. Und nichts von ihm wird verschwendet werden. Wie heißt du, Weißläufer? Talion. Was warst du? Ein Leutnant? Einen kurzen Moment, Leute. War ich. Hauptmann. Oh, ich verstehe. Wir haben einen Hauptmann unter uns. Nun, das ändert alles, was? Der Hauptmann kommt, schärft schön die Schwerter, und seht zu, dass eure Stiefel blitzen. Nun sagt mir, Hauptmann. Hast du jemals einen Grauk gejagt? Ein Grauk hat, was du mir versprachst? Ja. Aber nicht irgendein Grauk. Der größte, den ich je gesehen habe. Natürlich, wer auch sonst. Machen wir uns bereit. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich wurde gut geschult. Mein Hund, Silver, war auch gut geschult.
Also, bevor ein Warg sie verspeist hat. Jagd kennt keine Regeln, Jungchen. Wir stellen uns in Reihe und Glied und lassen uns Befehle geben. Hier geht's um Instinkt. Es geht um Bauchgefühl. Und, wie du hier siehst, habe ich von beidem mehr als genug. Du willst also lernen, wie man jagt. Folge mir. Die Jagd selbst ist eine Bestie, die du zähmen musst. Die erste Lektion der Karagor-Jagd? Nicht sterben. Wozu brauchen wir sie? Wir reiten auf ihnen. Sie sind gute Reittiere für unsere Jagd. Dein Rang wird die Bestien nicht beeindrucken. Für sie schmeckt jedes Fleisch gleich. Wenn du einmal auf der Jagd warst, Jungchen, bist du ein anderer Mensch. Hoffentlich ein besserer, aber wer weiß. Als ich Wargs jagte, habe ich ihr Verhalten schnell erkannt. Aber die Karagor, diese Bastarde machen es einem schwer. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um sie zu verstehen. Karagor, diese Biester hassen Wasser. Einmal wollte ich auf einem durch einen Fluss reiten. Er sprang mit mir eine Klippe rauf. Unglaublich, was sie tun, um einer Wäsche zu entgehen. Gut zu wissen. Die Jagd ist meine Geliebte. Schön, aufregend, mitreißend. Und sie nörgelt nicht wie meine Frau. Thorfinn gefällt mir. Du hast noch nicht gelebt, bevor du nicht auf der Jagd warst, Jungchen. Selbst die Luft riecht anders. Nach Triumph. Waldläufer, hier rüber! Ich bin bei dir, du Bobo. Da sind Karagors. Der dort drüben sieht ziemlich wild aus. Versuch gar nicht erst, dich an einen Karagor ranzuschleichen. Er riecht dich auf eine Meile. Was schlägst du dann vor? Spring doch auf und stell dich vor. Bitte um ein Tänzchen. Jetzt lernen wir das, was wir sowieso schon... Achso, nee, das ist jetzt... Wenn der Karagor angreift, hast du zwei Möglichkeiten. Hallo. Aua. Komm her. Was machst du denn da? Wenn der Karagor blutet, machst du es richtig. Wenn er dich tötet, hast du es falsch gemacht. Ey, ich hab doch Ui. Ich hatte doch Y gedrückt. Oh Gott. Das war die falsche Taste. Ja, komm, wiederholen wir natürlich. Der dort drüben sieht ziemlich wild aus. Versuch gar nicht erst, dich an einen Karagor anzuschleichen. Er riecht dich auf eine Meile. Was schlägst du dann vor? Spring doch auf und stell dich vor. Bitte um ein Tänzchen. Ja, kann ich jetzt mal bitte auch hin dann? Ja, alles klar. Wenn ein Karagor angreift, hast du zwei Möglichkeiten. Erledige ihn oder friss Staub. Standhalten, Waldläufer. Ey! Ich hab doch Y gedrückt. Ja, genau so war das geplant. Lot. Achso. So lange brauche ich auch, um einen zu zähmen. Du bist wohl ein Naturtalent, Jungchen. Du hast dich gut geschlagen. Wo hast du das gelernt, Jungchen? Ich kam vom Schwarzen Tor. Das Schwarze Tor? Ist es schön da? Klingt echt trostlos. Ja, geil. Warum nennt er mich eigentlich alle paar Sekunden Jungchen? Suchen wir ein paar Uruks. Mal sehen, ob deine gezähmte Bestie für dich kämpfen wird. Wo ist jetzt dieser Tager? Orks ausweichen! Was für ein Spaß! Ich wette, ich erwische mehr als du, Alter! Wie? Zirf sie nieder! Der Karagor kümmert sich. Oh Gott, jetzt geht's ja auch noch an den Ork fest. Ha!
nicht sauber! Halber Punkt! Siehst du, Jungchen? Selbst die wildeste Bestie kann nützlich sein. Jagst du schon lange in Nurm, Zwerg? Seit vielen Jahren schon. Früher war das Land grüner. Nun geht es langsam seinem Untergang entgegen. Wie überall in Mordor. Ja, aber der Untergang macht die Jagd interessanter. Es gibt kaum etwas Besseres, oder? Alles klar, Leute. Ich würde behaupten, hier machen wir erstmal einen kleinen Cut. Nämlich sonst bekommt ihr die Folge heute überhaupt nicht mehr. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Thorwin ist echt ein lustiger Gesell. Ja. Mal sehen, was noch weiteres auf uns zukommt. Ob wir wirklich bald gegen einen großen Graukt kämpfen müssen. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Um das zu erfahren, schaltet in der nächsten Folge von Mittelerde Mordors Schatten wieder ein. Bis die Tage, Leute. Ciao.